Recht herzlich willkommen zur 164. Folge von City Skylines. Ja, wir sind drinnen. Der MAZ hatte mir geschrieben, ich sollte mal schauen, dass ich erstmal der Industrie 1% weniger mache. Industrie wäre das hier oder das. Machen wir mal da 13 und dann machen wir mal C11. Und die Linie, hatte er geschrieben, ist auch, sag schon, nicht richtig gelöscht. Dafür in das Transport. Warte mal da, nee. Hier rein und dann, ah, das ist das gleiche in grün wahrscheinlich. Und dann in die Linienverwaltung, es war ja ein Bus und dann müssen wir mal schauen, wo die ist, ne? Achso, das ist das. Wir müssen nur schauen, wo wir die Linie letztes Mal hatten, die wir dann gelöscht haben. Wo fuhren die noch lang? Die fuhr hier irgendwo lang. Die ist aber nicht richtig gelöscht, hat er gesagt. Nee, das war gar nicht... Das war die Straßenbahn, die ich weggemacht habe, oder? Ich weiß es nicht mehr genau. Das lag nämlich daran, dass die hier lang fahren, aber da war ja was kaputt. Genau, so war das. Und die ist dann irgendwie noch nicht richtig gelöscht. Warte mal, dann müssen wir hier auf Straßenbahn gehen. Und dann ist die Frage, wo die ist. Warte, das muss... Ah, das wird wahrscheinlich diese gewesen sein mit noch zwei Haltestellen, ne? Schade ist jetzt, dass man überhaupt nicht sieht, wo das ist, ne? Ah, da ist schon mal die Haltestelle. Allerdings... Das war jetzt die, ne? Es ist wirklich schade, dass das hier so aufgeht und so. Ich kann das Fenster jetzt noch nicht mal verschieben, oder was? Wie kann ich dieses Fenster verschieben? Hier kann ich die Straßenbahn ändern. Ja, das ist schön. Ich krieg's nicht verschoben, leider. Also da ist definitiv die Haltestelle. Aber es spielt ja auch gar keine Rolle. Ja, ich möchte diese Linie löschen. Ganz einfach. Passt. So war das auch angedacht. Und ich habe halt den schlechten Weg gewählt. Jede Station einzeln. Und wie man sieht, dann verpasst man eine. Irgendwann, wenn wir Geld haben, sollten wir das wieder schließen und dann eine neue machen. Ja, nochmal recht herzlichen Dank für die Info, MAZ. Super, dass du da so gut aufpasst, dass ich da diese Fehler mache. Gut, das ist dann erledigt. Wir wollen aber da noch weitermachen. Was habe ich denn jetzt hier? Ich brauche mal das erstmal. Gut, dann könnte ich jetzt mit Bussen arbeiten. Ja, wir gucken mal gerade die Straßenbahn nochmal an. Aber da macht es ja wenig Sinn. Wo fährt diese Straßenbahn eigentlich da raus? Gar nicht wahrscheinlich. Muss ja auch gar nicht. Die Linie muss nicht hier vorbei. Ist nur wichtig, dass sie da hin können, ne? So, die fahren da lang. Warte mal, ich gehe mal noch weiter raus. Wir haben hier dann noch so eine Linie, die hinten hinfährt. Und da haben wir noch eine Linie, die da hinfährt. Okay. Hier hinten gibt es sowas nicht. Gelb haben wir dann noch Boote, Schiffe. Die sind da und da am Anlegen, ist klar. Und der Verkehr kommt daher. Dann haben wir Orange, das sind die Züge. Die sind da, da und dort. Und fahren hier überall hin. Auch gut. Da werden wir auch nichts ändern können. Dann haben wir grüne, das ist die U-Bahn. Die sind jetzt im Untergrund, da werden wir auch nichts ändern können, weil das würde ja finanziell irgendwas kosten. Höchstens wäre die Verbindung zu optimieren, wo die langfahren. So, und dann haben wir die Straßenbahn geklärt, das heißt, wir können nur noch jetzt Busse machen. So, und da müssen wir dann nochmal reingucken, wo die überall hinfahren oder auch nicht hinfahren, ne? So. Ja. Kann man das Fenster kleiner ziehen? Ja, aber nur in der Höhe, oder wie sehe ich das, oder? Ja, seitlich geht es wohl nicht kleiner. Gut. So, dann sollten wir mal, weißt du was, das ist noch eine gute Idee, wir machen die mal alle aus. Kann ich das andere auch ausblenden? Ich blende die erstmal alle aus. Und dann hole ich mir die Busse wieder und
guck mal, wo diese Linie dann ist. Ich sehe sie überhaupt noch nicht. Ja. Nützt nichts, wir müssen. Ah, da ist er. So, jetzt nochmal rauszoomen. Und die bedient dieses Viertel. Fährt da. Dreht dann da und fährt da zurück. Macht Sinn, dass das da ist, ne? Gut. Dann gucken wir uns die nächste Linie an, die dort ist. Die fährt da lang, macht auch Sinn. Zur nächsten. Der zoomt immer da rein, das ist voll doof. Machen wir an. Die macht das Viertel, das ist auch gut so. Nächste. Das ist jetzt nicht die, sondern die, oder? Oh. Nein, das war eine andere. Gut, dann diese. Mach das Fenster zu. Mach die Linie an. Die fahren da lang, das ist auch okay. Okay, das ist die da. Das ist die Ergänzung zu der. Hier ist eine Wechselbushaltestelle wahrscheinlich drin, dann passt das auch. So, wo ist die? Die ist hier irgendwo. Die fährt da lang und hier lang. Bringt die Leute auch zur Bushaltestelle, also im U-Bahn? Ja, bringt sie. Ist jetzt hier eher ausbaufähig, ne? Warte mal. Ist da noch irgendwo was? Aber wenn ich das jetzt anklicke, dann ist das andere da raus, ne? Ja, lass so. So, wo ist die? Die ist hier irgendwo. Jetzt ist sie da sichtbar. Die fahren hier oben hin und wird da das bedienen. Also hier ist ja jetzt auch so ein bisschen doof, wie die fährt, ne? Aber das liegt wahrscheinlich daran geschuldet, weil wir hier Straßen abgerissen haben, ne? Ja, also die Bushaltestelle ist klar, muss er anfahren. Wenn jetzt hier ein Fußweg durch war, ne, dann wäre das so ein bisschen besser, aber die müssen ja alle hier so rumlaufen, dann können die auch hier den Bus in Empfang nehmen, ne? Da. Und dahin, also der dreht sowieso da. Und wo ist hier? Dahin ist die Haltestelle. Dann würde ich sagen, kannst du die auch dahin legen, aber das geht gerade nicht, ne? Leg die erstmal dahin. Aber jetzt fährt die aber ganz chaotisch, ne? Die ist weg, das ist okay. Und hier müsste jetzt eine hin, ne? Linie zum Hinzufügen einer Haltestelle ziehen. Okay, dann nur so rüber und dann ist alles gut. Passt. So, hier fährt er dann da lang. Tja. Tendenziell neige ich dazu zu sagen, dann lass sie da lang fahren. Oder? Ja, das passt dann schon. Wenn wir da lang fahren, ne, dann fährt die schon besser da lang, ne?
Ja, hier gibt es keinen anderen Weg mehr durch. Hier unten ist jetzt schon passend, ne? Da, da, obwohl ich diese hier tendenziell lieber dann da einsetze. Warum zeigt er mir die an, dass die jetzt nicht mehr angeschlossen ist? Okay. Oder hat er eine neue Linie gemacht? Ja, ist schon okay so. Hier ist keine, dafür ist da eine, das ist dann okay. Da ist eine und da ist eine. Die ziehen wir mal um die Ecke rum. Passt dann schon. Ja, lassen wir mal so, ne? Ist hier eine? Da ist keine. Dann würde ich sagen, machen wir da noch eine hin. Hier ist eine, da ist eine. Da ist eine, da ist eine. Ja, das geht. Ist hier irgendwo noch eine Bushaltestelle? Ja, da. Da ist auch eine. Hier am Stadion. Ach so, doch, die haben wir auf der Seite dann, ne? Gut, dann kann die da bleiben. Aber hier wäre noch schön eine zu haben, oder? So. Passt. Gut, die Linie ist erledigt. Nächste. Die fährt hier lang. Ach, jetzt haben wir hier oben die nicht an, ne? Die sind jetzt alle aus, oder was? Irgendwas haben wir geändert, oder was? Ich weiß nicht. Okay. Keine Ahnung, was sich jetzt hier verändert hat. Toll. Super. Komm, wir machen sie noch mal alle von Anfang an. Da ist eine Bushaltestelle und da steht gerade der Bus, da ist auch eine. Dann ist noch dort eine, das macht Sinn. Hier ist eine, da ist eine, da ist eine, da ist eine, da ist eine. Gut. So, das ist eine. Die, ja, die muss hier rumfahren. Allerdings macht das hier Sinn, wenn wir da schon eine haben. Macht keinen Sinn, ne? Weil der kann auch da anhalten dann. Aber hält der da an? Sah jetzt so aus, als ob die da nicht anhalten. Aber jetzt halten sie da auf jeden Fall an. Weiß nicht. Die erscheint mir als überflüssig. Dann erscheint mir das eher sinnig, hier eine hinzumachen. Hier ist überhaupt keine auf der langen Strecke. Da ist dann eine. Da ist auch wieder eine, okay. Und dann geht es wieder zurück bis nach da. Machen wir da noch eine hin. Gut, lassen wir so. So, die aufsuchen. Da ist ein Einstieg, Ausstieg. Also jetzt sehe ich gerade nicht die nächste Haltestelle, ne? Hier ist gar keine. Jetzt ist da eine. Da ist keine, da ist eine. Da ist eine, das ist okay dann. Da ist auch eine.
Obwohl ich diese hier, weil da schon eine ist, ist diese hier ein bisschen nah da dran, ne? Verziehen wir die nach da. Dann ist da eine, ne? Das war die erste. Passt. Lass mal so. Nächste. Fahrzeuge müssen wir uns dann noch später drum herum kümmern. Das machen wir in einer anderen Folge dann. Jetzt sind wir hier in der Skyline. Ne, das war jetzt verkehrt. Jetzt ist es wieder so, dass wir diese Bushaltelinie nicht mehr haben. Diese ist es. So, den ziehen wir nach da. Dieses Reinfahren hier, ne, das macht auch nicht unbedingt Sinn, ne? Die ziehe ich mal hier hin. So, da hinten ist eine, hier ist eine, genau. Hier geht dann eine rein. Allerdings würde ich tendenziell dann dazu neigen zu sagen, die mehr nach hier hinten. Dahin. Und da eine Gegenstelle. Da muss er sowieso zum Drehen langfahren. Diese hier erscheint mir als nicht vorteilhaft da. Machen wir dahin. Und diese hier ist nicht angeschlossen, aber wie sehe ich das? Okay, jetzt ist sie weg. Und der dreht zurzeit da. Da unten ist eine Haltestelle. Das heißt, ich würde noch hier eine bevorzugen. Und kann man hier das irgendwie machen, dass der hier dreht? Dann würde ich die nämlich noch favorisiert nach hier hinten mal hinziehen. Wo dreht denn der dann um? Oh, der fährt weit, 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 weit zum Drehen. Ne, das machen wir dann nicht. Dann die weg. Neue Linie hinzufügen. Ich will die da weg haben. Keine Ahnung, wer das jetzt ist. Gut, hier muss halt gedreht werden, ist halt so. Die ist dann auch falsch, sondern die will ich haben. So. Jetzt passt das da. Die passt auch. Ist da eine doppelte? Ja. Die ist auch doppelt. Hier ist ja auch die U-Bahn, dann passt das da. Das war Linie 11. Vielleicht hätten wir das nach dem sortieren sollen, ne? Jetzt ist aber zu spät. Linie 13. Linie 13. Zeigen wir Linie 13. Linie 13 kriegt auf jeden Fall da auch eine Haltestelle. Ich weiß nicht, warum hier jetzt einer blinkt. Eine nicht angeschlossene Haltestelle sozusagen. So, dieses ist hier, das ist da. Das heißt, hier hinten muss noch irgendwo eine hin. Tendenziell da. Gut, läuft. So, dann fährt der da lang, da lang. Hat hier eine Haltestelle, das ist okay so. Fährt da lang. Wo ist denn hier? Hier musst du noch. Ah, da ist auch einer, okay. Da war einer, da ist einer, hier ist einer. Da ist eine, da ist eine, da. Okay, das passt. Linie 13 ist erfolgreich.
Linie 14. Hier zum Umsteigen ist klar, da ist gut. Hier sehe ich jetzt gerade keiner, da ist einer, das passt aber auch, da ist einer. Da. Da. Wo ist hier eine Bushaltestelle? Da, okay. Da eine. Dort eine. Dort eine. Da und kommt hier wieder hin. Ich glaube, das war es dann schon. Ja. Die ist okay. Linie 15. Wo ist Linie 15? Die ist auch hier, oder wie sehe ich das? Ist das nicht Linie 13 auch da gewesen? Nee, wohl nicht. Oder fahren. Nee, die fährt ein bisschen anders. Und dann lass die erstmal da. Da steigen sie um. Hier. Da ist eine Bushaltestelle. Dann ist hier die nächste, ne? Da kann dann eine mehr sein. Steht da schon an der Haltestelle? Ich glaube schon, ne, oder? Ne, da war gar keine. Das ist auch ein anderer Bus. Da läuft es lang, da. Da war noch einer, ne? Ja. Okay, und dann ist sie wieder rum. 17. Ist die nächste. Fährt da lang. Da ist einer. 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 Da war eine. Da auch. Ist hier noch irgendwo einer? Ah, hier unter der Brücke ist sie versteckt. Dann lass uns hier die zweite gegenüber machen. Da ist keiner auf dem Stück. Da auch nicht. Da eine hin. So, dann fährt er hier rum. Hier sehe ich keine Haltestelle. Da hinten ist eine, dann machen wir noch eine gegenüber hin. Obwohl das wenig Sinn macht hier, die können wir auch weglassen. Aber hier macht es noch Sinn, was hinzusetzen. Da ist auch eine auf der Gegenfahrbahn, okay. Entschuldigung. So, da ist eine. Ja, wenn da eine ist, machen wir da auch eine hin und die machen wir da weg. Dann lassen wir das so, obwohl das wahrscheinlich verkehrstechnisch besser war, wie wir vorher hatten. So. Die lassen wir jetzt so. Die ist dann da. Lassen wir mal so, oder? Da ist einer. Ja, und ich glaube, dann sind wir auch schon wieder hier, ne? Passt. Lassen wir. So, 17, 19. Nummer 19 bitte einmal. Fährt da lang. Da war keine, ne? Dafür ist da eine.
Die machen wir weg. Ja, die lassen wir dann mal. Die auch. Die auch. Da ist noch eine. Da ist eine. Dann haben wir die. Hier ist eine. Da ist eine. Da ist wohl eine. Und hier. Da. Ich glaube, dann sind wir auch schon wieder so weit, dass wir rum sind, oder? 19 können wir so lassen. Ist dann die 20 dran? Ne? Ja. Tja, die sieht auch so komisch aus, aber ist halt so. Die fährt da lang. Da lang. Da ist die Haltestelle da. Okay, da ist eine. Da ist eine. Dann fährt die so rum. Irgendwo habe ich einen Knick nicht mitgemacht, glaube ich. Achso, die fährt dann da lang. Okay, dann geht es hier oben noch lang, aber das sieht soweit okay aus. So, Linie 21. Fährt hier irgendwo rum. Ist da noch eine Haltestelle? Da oben und da. Dann macht das hier wenig Sinn. Da mehr hin. So ist besser, ne? Da ist einer. Ja, und da waren wir schon, passt. So, wo ist die? So, da. Dreht dort um. Hat hier aber gar keine Haltestelle, ne? Die sitzt da, okay. Dann machen wir die dahin. Und diese hier. Auf die Seite. Ja, das lassen wir mal so. Okay. Da ist eine Haltestelle. Da ist auch eine. Und dann sind wir schon wieder rum, glaube ich, ne? Ja, passt. Das war die 22, ne, oder? Ja. Und die 24. Da, da, da. Ja, die ist auch okay. 25. Ne, 28 ist das schon. Da. Dann ziehen wir die mal nach da, weil das bringt ja nichts da. Fährt da lang, fährt da lang. Hier lang, durch den Kreisverkehr. Ist da oben irgendwo eine Haltestelle? Ich glaube nicht, ne? Nein, das war jetzt falsch. Dann ist den mal da anhalten. Ist jetzt zwar im Kreisverkehr doof, aber ist so. Und dann hier noch eine gegenüber. Genauso wie da. In den Häuserschluchten sieht man das hier nicht, wo da eine Bushaltestelle ist. Dann ist da wieder eine. Okay, dann lassen wir da. Ja, und dann passt es. Dann sind wir schon rum. Und 22 hatten wir schon. Wir sind schon längst bei 28. Jetzt 30. Okay, hier ist auch was faul.
Ja, wie fährt der Bus denn da? Also unser größtes. Also, die zieh mal da ein. Die ziehen wir nach da hinten mehr. Macht Sinn. Kommt wieder, fährt da lang. Dort ist okay, dort ist okay. Diese hier ziehen wir mal nach da. Da ist noch einer. Da ist auch einer. Fährt da lang, dort lang und hier. Ziehen wir da lang. Und hier müsste die jetzt zu sein, ne? Ne, da passt was jetzt nicht. Wo ist da? Wie kriege ich denn da jetzt eine hinzugefügt, ne? Okay. Und da geht's nicht weiter, deswegen will er da auch nicht drehen. Alles klar. Das heißt, die weg. Und die auch weg. Und dann ist die nämlich so rum zu. Alles klar. Das ging nicht, weil hier nur Straßenbahn durch kann. Da machen wir so. Die machen wir weg. Hier kann noch eine hin. Dann machen wir da auch noch eine hin. Gut, dann läuft die. Die weg. Hier haben wir eine. Und das passt dann, glaube ich. Ja. Das war jetzt Linie 30. Jetzt haben wir die 31 noch. Boah, sind noch so viele. Ich glaube, dann würde ich sagen, machen wir hier erst einen Stopp. Wir sind schon bei einer halben Stunde. Und Linie 31 war das. Gucken wir dann weiter nach 31. Ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.